Zu unserer heutigen Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Armin Fee. Ich habe wenigstens nicht was anderes gesagt. Ja, das schon. Vor unserem morgigen Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Schiedsrichter der Partie ist der Wolfgang Stark aus Ergolding in seinem 266. Bundesligaspiel. Wir haben 47.000 Tickets verkauft, darunter 2.300 an die Mainzer. Das heißt, es sind noch jede Menge Tickets im Vorverkauf verfügbar. Ja, haben wir das Stadion ausgebaut oder was? Naja, aber es passen trotzdem 51.000. Ja, jede Menge, jetzt rechne ich mal zusammen. 49,3. Wenn wir es voll haben wollen, dann sind es schon noch ein paar. Aber nicht jede Menge. Also wir haben noch ein paar Tickets frei, das heißt, seid schnell und schnappt euch die, weil die sind bald weg. So verkauft man was dann. Alles klar. Orte Fragen bitte. Wieso sind so wenig Tickets verkauft? Ja, ich glaube, der Trainer hat ein bisschen zu wenig Werbung gemacht. Ja, wenn 2-3 nach Mainz gehen, sind 2-7-5.000 gehen nach Mainz. Dann wird ohnehin noch 2.000 übrig sein. Wie viel gehen nach Mainz? 5.000. Achso, okay. 5.000. Also müssen die Mainzer fragen, nicht uns, oder? Wenn für denen zu wenig kommen. Aber wenn man jetzt 7.000 plus 2.7 macht, werden es bei 9.700. Ja. Also ist ja immer noch bis 1.300 fehlen dann. Ja. Ja, weil die Mainzer das ganze Kontingent ja nicht genommen haben. Die hätten ja mehr nehmen können. Aber wenn man die zwei... Wenn man die dazu... 2.7 habe ich schon abgerechnet. Dann wären wir bei 48.700. Ist 51.000. Ganz einfach, weil wir jetzt wenig Werbung gemacht haben, hat er das schon gesagt. Ja, die Rechnung verstehe ich jetzt nicht. Nein, das Kontingent, die Mainzer haben ja ein Kontingent von 5.000. Ja, das verstehe ich schon. Also wir haben 47.000 für uns verkauft, die 2-3. Genau, wenn du jetzt da die zwei noch dazu rennest, also die restlichen, die sie abgelegt haben. Es wird schon noch bis morgen. Ja, jetzt haben wir trotzdem keine Antwort gefunden. Ne? Es geht ja jetzt auch ums Spiel. Ja, ja, es geht ja ums Spiel. Ja, aber legen wir mal los. Das Spiel? Ist das Spiel vielleicht nicht interessant genug? Wenn, ja, wie für 1.300 Leute? So viele Karten noch nicht. Ja, aber siehst du aus, ist da fast ausverkauft. Geht's eigentlich noch? Das ist am Ende auch. Es wird es am Ende auch sein wahrscheinlich. Also, was reden wir jetzt eigentlich? Was hattest du mit Mathe in der Schule? Da war ich gut. Ja? Ja, klar. Im Kopfrennen war ich immer gut. Mache ich immer noch. Fange jetzt aber nicht an, irgendeine Wurzel nicht so gut, aber Kopfrennen so kaufmännisch sehr gut. Was man von meiner Nachbarin hier nicht sagen kann, mit Sicherheit. Ja, ja. So, jetzt fangen wir an, komm. Ja. Wer kann denn den anders ersetzen? Also, morgen, nicht insgesamt, sondern. Seit der Mittagsspiel? Kann ich noch nicht sagen. Also er hat jetzt gestern ist immer gelaufen, hat jetzt, gestern ging es wesentlich besser, aber ob es dann für morgen reicht, das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Von daher haben wir da noch Fragezeichen. Also in Frage kommen im Endeffekt dann Demidov, wenn er kann, oder Butcher oder eben auch meinen Jungen, der mal gerade aus der A-Jugend raus ist, Marc Kempf. Dem ich aber auch zutrauen wird, dass er das kann. Also so eine Verschiebung, die jetzt nach der Auswechslung von anderen irgendwie nicht die Frage, dass der... Könnte auch sein. Der muss ja nicht immer verraten, wie es macht. Ne? Also ich sage ja sowieso meistens, also ihr wisst ja meistens, wie es geht. Also wie wir es machen. Da haben wir fast immer gleich spielen und wenn es schon mal nicht so ist, dann muss ich nicht immer vorher schon sagen, wie ich dann aufstelle. Aber die Möglichkeit besteht natürlich, klar. Wir haben jetzt schon von Personalnot gesprochen. Ist das auch wirklich die Wort, wenn wir es auch so reden, andersrum fällt aus, man nur spielen? Also Not ist was anderes, sage ich mal so. Also von Not möchte ich nicht sprechen. Natürlich ist klar, ja, meine Problematik war ja immer so, dass wir gesagt haben, das habe ich ja relativ früh schon gesagt, dass wir nicht zu spät unsere Innenverteidiger bekommen haben. Das habe ich relativ früh gesagt. Mir wurde ja damals vorgeworfen, dass ich dann Druck mache, wo ich nur einen gehabt habe. Weil wir eben auch spät zusammenspielen konnten. Und jetzt haben wir halt mal die Formation im Prinzip gefunden mit Zambrano und mit Bamba, Anderson. Und dann ist es halt immer schlecht, wenn einer wegbricht dann von den beiden. Ne? Weil dann die Eingespieltheit natürlich nicht da sein kann, wenn andere spielen.
Okay, da haben wir schon ein bisschen nur Not, aber sonst haben wir ja, kann man ja nicht davon sprechen in der Saison, dass wir eine Not haben. Wie hat die Gelbrote gerade gegen Karl Mattmann jetzt automatisch zur Folge, dass alle wie Ocean spielen, oder haben Sie da auch eine andere Option im Kopf? Na, automatisch nicht. Also das ist, muss nicht sein. Gerade die Frage, hat der Jimmy Hoppe trainiert? Oder kann der trainieren? So? Ja, aber Jimmy hat natürlich jetzt ein paar Tage ausgesetzt, also steht auch noch nicht fest, aber definitiv dabei ist. Wie erwarten Sie die Mainzer Mannschaft? Kommt da auf die Eintracht zu? Ja. Ich muss sagen, richtig gute Mannschaft, eine erfahrene Mannschaft. Wenn man schaut, was sie für einen Altersschnitt haben, im Gegensatz zu uns, sind sie doch die wesentlich erfahrenere Mannschaft. Und da haben wir auch in den letzten Spielen, nicht nur das Dortmund-Spiel, sondern auch die anderen Spiele, ob das in Bremen war oder gegen Hamburg war, oder eigentlich immer auch die Spiele hätten gewinnen können, auswärts, weil sie eigentlich die bessere Mannschaft waren. Also von daher wissen wir, dass wir einen richtig gut organisierten Gegner haben, der eine gute Saison spielt. Und dementsprechend wird das ein enges Spiel, glaube ich. Die Eintracht hat sich ja nochmal oben festgesetzt. Das sind so 7 Punkte auf dem Mainz. Würden Sie sagen, jetzt Hansen kommt noch dazu, haben Sie da eine klare Favoritenrolle oder wie haben Sie das noch ein bisschen angedeutet, ich glaube, ein Spiel, wie man Sie dann einschätzen? Ja, ich glaube, dass es in dem Spiel jetzt keinen Favoriten gibt, sondern dass es so pari ist. Glaube ich schon, ja. Ja, wissen Sie, es ist ja trotzdem eng, ja. Es sind 13 Spieltage. Ich meine, die Mainzer hätten vielleicht ein paar Punkte mehr haben können, vielleicht auch weniger, weiß ich jetzt nicht. Aber möglich von den Spielen, die sie getätigt haben, hätten sie noch mehr haben können. Und wir hätten auch mehr, wir hätten auch weniger haben können. Stellen Sie sich vor, Mainz hat eins mehr, ein Sieg, und wir eins weniger, dann sind wir schon wieder ganz knapp. Ja? Also von daher ist es schon, denke ich, ein Spiel auf Augenhöhe. Aber das Wichtigste gerade in diesem Spiel ist, der Punkte nach Hause zu bringen und da zu gewinnen. Und nicht nur die 3 Punkte, sondern eben ist ja auch ein Lokalstärke. Ja, ob das lokal ist, ist mir relativ wurscht. Mir sind die Punkte wichtig. Ne? Thomas Tuchel gerade in der Pressekonferenz gesagt, auch vor dem Spiel eben, den Alex Meyer, den könnte man nur stoppen, wenn er ihn nach Hause einlädt und die Erkältung von seinen Kindern wieder einfängt. Was sagen Sie dazu? Das war ein guter Spruch. Aber der wird nicht zu ihm nach Hause kommen, davon bin ich überzeugt. Was sagen Sie denn grundsätzlich zu dieser Saison von Alex Meyer? Ist das jetzt der beste Alex Meyer, den man über die Spieler bisher? Ja. Das ist der beste Alexander Meyer, den es bis jetzt in der Bundesliga gegeben hat. Zum Ersten. Ja, Sie haben es ja gesagt, ich soll das ja sagen. Sie haben es zwar selber schon gesagt, aber ja, was gibt es da hinzuzufügen? Warum er das ist vielleicht, oder? Das wäre eine Idee. Kann ich auch nicht beantworten. Indem er am besten nicht immer schreibt, wie schwach er gewesen ist. Gut, unser Teil. Okay. Was machen Sie? Ich weiß es nicht. Nein, das ist ja, ich habe ja schon gesagt, es ist ja wirklich so, dass man als Stürmer, der schwierigste Job ist Stürmer zu sein, weil du einfach immer kreativ sein musst. Das heißt, du hast einen Gegner, der das immer verteidigt und du musst eben was tun, was schwierig ist, nämlich dich dann durchsetzen, weil zu verteidigen ist einfacher als kreativ zu sein, und das haben viele Stürmer, ja. Das haben auch schon Weltklasse-Stürmer gehabt, dass sie mal eine Zeit lang auch gar nicht an ihre Leistung gekommen sind, das ist so, ja. Das habe ich schon x-mal erlebt, und das habe ich schon bei Torschützenkönigen erlebt, die auch während der Saison mal Phasen gehabt haben, und der braucht einfach ein gutes Spiel wieder, das braucht er wieder. Und dann, das hilft ihm dann auch. Das geht auch manchmal ganz, ganz schnell in die andere Richtung. Dann, das hoffe ich schon, dass es so ist.
Wichtig ist, dass man trotzdem nicht verkrampft, und wo es dann schwer ist, natürlich, ist ja ganz klar. Ja, die Erwartungshaltung ist dann da, und man weiß selber, dass man nicht so gut drauf ist. Und da fehlt einem die Lockerheit. Das ist auch nicht hilfreich dann, ja. Aber klar, wenn man nicht so gut spielt, dann wird man dafür kritisiert, das ist auch normal. Aber man soll sich dann nicht so viele Gedanken machen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das werde ich ihm auch so sagen. Kann man vielleicht am besten dann so ein paar Szenen zusammenschneiden, ne? Aber ich bin halt kein Viertrainer gewesen, also von daher. Aber ich könnte trotzdem die vierte Szene zusammenschneiden, wo er richtig gut war, als Beispiel jetzt. Ja. Ist aber dann schwierig, mit der ganzen Mannschaft anzuschauen, ne? Wenn ich dann die guten Spiele alle von Fürth nehme, wo er gespielt hat, das ist dann schwierig. Es ist einfach, wenn er jetzt bei uns letztes Jahr so Saison gehabt hätte, würde ich das zusammenschneiden. So. Aber weil ich mir das auch schon überlegt habe, natürlich. Aber jetzt mit dem, dass er letztes Jahr bei Fürth gespielt hat, lasse ich das mal weg. Aber daran erinnern, dass er eben eine super Saison gespielt hat. Mainz hat ja mit Soloy auch einen sehr gefährlichen Stürmer. Können Sie das zu ihm noch sagen? Ja, ich denke, dass der im Endeffekt auch schwer. Ich habe aber eine Kinderhandball-Grippe, also ich kann nicht mitnehmen. Und er hat eine sehr gute Saison. Er hat sich eigentlich immer kontinuierlich gesteigert, muss man sagen. Er ist wie ein Wein, er wird immer besser, je älter er wird. Wobei, die alten Weine kannst du ja nicht mehr trinken heutzutage normalerweise. Wenn der es immer sagt, die alten Weine, die kannst du vielleicht aufstellen. Ja. Und zu sagen, die kannst du später teurer verkaufen, aber trinken kannst du nicht mehr, die 20 Jahre alten Weine. Habt ihr schon mal probiert? Mit? Ah ja, ich meine, das ist ja selbstverständlich, das ist ja eh klar. Ne? Aber trotzdem schwingen die nicht. Selten. Du bist es eigentlich ein blöder Spruch mit dem alten Wein. Lass mal den weg. Können Sie überhaupt irgendwas von der Bestimmung? Sonst ist diesmal überhaupt nichts zu spüren. Sie haben auch gesagt, Sie sind ziemlich wurscht, Hauptsache es gibt 3 Punkte, oder die 3 Punkte sind wichtig. Aber von der spürt man gar nichts. Oder? Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir natürlich zu Hause wirklich gute Spiele gemacht haben, dass wir sowieso gewisse Euphorie haben und dass man dann gar nicht so, ja, wenn es vorher war, was man vielleicht gesagt hat, okay, man hat jetzt 35.000 Zuschauer oder 34 in den vorherigen Spielen, dann ist es was ganz Besonderes, wenn man wieder Derby hat. Wir haben eigentlich jede Woche Derby in dem Sinn, dass wir aufgestiegen sind und dass wir einfach in der Bundesliga jede Woche uns wieder beweisen wollen. Das ist für uns dann auch nicht so wichtig, gegen wen das jetzt ist. Vielleicht auch deshalb. Und außerdem ist es ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich glaube, gegen Kaiserslautern ist es was anderes. Obwohl das ja noch weiter weg ist. Also näher ist ja eigentlich das Mainzer Derby, aber die Vereine sind sich auch nicht spinnefeind im Prinzip. Oder die Verantwortlichen auch nicht. Also wir verstehen uns alle gut mit den Mainzern. Ja, ob das ist Trainer oder Vorstandsvorsitzender oder Heidel oder Bruchhagen und Schutz und wie sie alle heißen. Und damit ist das Verhältnis ganz gut, glaube ich. Ne? Kleine Anschlussfrage zum Thema Stimmung. Es gibt diese, ich weiß nicht, Lieblingsthema, die Fehlaktion 12 Minuten, 12 Sekunden, wo die, wo ich sage mal, bundesweit morgen, wie steht Sie der Sache gegenüber? Betangiert Sie das im Spiel? Ich meine, es ist eine andere Atmosphäre in der Zeit. Wie sehen Sie das? Ja, Sie werden schon wissen, warum Sie das machen. Für den Fußball ist es nicht schön, wenn dann, ich hoffe, dass die anderen im Stadion, es sind ja noch ein paar andere im Stadion, dass sie uns trotzdem dann anfeuern in der Zeit. Muss die Haupttribüne halt mal was übernehmen. Herr Fee, ich hätte auch noch mal eine Frage zur Aufstellung. Wenn Sie sagen, dass dadurch, dass Matmur fehlt, es nicht automatisch heißt, dass Ocean spielt, ja. Was bedeutet das dann? Also wissen Sie es selber noch nicht oder wollen Sie uns noch nicht sagen? Oder woran liegt es daran? Ich will es Ihnen nicht sagen. Okay. Aber Sie selber wissen es schon. Ja, wenn ich mich so selber immer frage, dann kriege ich immer Antwort. Aber es gibt da Situationen, wo du es wirklich nicht weißt. Ne? Ich weiß schon, was ich da mache morgen.
ohne es zu sagen. Der Eindruck von Herrn Kohlmacher, wie weit ist der? Wäre er so eine Position? Ja, natürlich. Allerdings hat er ja nur kein Spiel gemacht. Er war ja lange, lange raus und von daher ist es einfach, wäre es natürlich auch Option, aber es wäre natürlich auch ein gewisses Risiko. Ja. Haben wir diese Frage, 12 Minuten, 12 Sekunden, ja. Die ist ja auch nicht nur wird morgen ausgelegt, sondern die war auch ein bisschen das Hintergründige. Die Fans denken sich ja auch was dabei. Das ist ja auch ein intensiver Protest gegen den 12.12., an dem dann das neue Sicherheitskonzept DFL etc. Besprochen wird. Kannst du Fans verstehen, dass die das Ganze überhaupt nicht gutheißen, was da von Seiten DFL, Verband, Polizeigewerkschaft etc. kommt? Bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner? Ich möchte nicht zu allem was sagen. Das möchte ich jetzt auch nicht, ja. Dann würde mich mal interessieren, ob du dazu vielleicht was sagst. Der Frontalangriff von Lützmüller Fröhlich gegen Jürgen Klopp war ja schon sehr intensiv. Ich habe gestern mit einer hier im Streich darüber gesprochen, die sich komplett auf die Seite von Jürgen Klopp da geschlagen haben. Dann langt es ja schon. Nein. Es ist grundsätzlich die Frage, weil das ja auf die Trainer per se geht. Das ist ja nicht nur gegen Jürgen Klopp. Nein, es ist eben, weil es eben nicht nur gegen Jürgen Klopp ist. Von daher, das Thema sollte man halt auch immer so besprechen, insgesamt aus meiner Sicht, dass es in einem vernünftigen Rahmen ist. Was ich halt nicht gut finde, wenn das die Meinung ist, dann kann es ja auch okay sein. Aber darüber sollte man dann ganz einfach intern diskutieren und nicht den Weg über die Öffentlichkeit dann gehen. Das möchte ich dazu sagen, weil ich das einfach für sinnvoller halte. Weil durch dieses Thema natürlich dann wieder in der Öffentlichkeit natürlich diskutiert wird und dann teilweise eine was sagt, dann muss er wieder zurückholen und der andere was sagt und wir dann gefragt werden. Natürlich ist doch klar, dass wir solidarisch sind zu unseren Kollegen. Das ist eh klar. Und dementsprechend sollte man das wirklich intern auch diskutieren. Ja, das wäre für mich einfach sinnvoller, als was zu sagen, wo dann wieder der andere sagt, das hätte ich aber jetzt wieder nicht sagen dürfen und so weiter. Ja, wobei der Fröhlich das ja ganz bewusst gemacht hat, weil er gesagt hat, das wäre lang genug intern diskutiert worden. Das soll einfach mal in der breiten Öffentlichkeit auf Füße gestellt werden, damit sich Leute da mal Gedanken drüber machen. Ja, ich weiß aber nicht, ob man, also wenn ich alles sagen würde, was ich so denke, ne, dann würde ich sagen, dann macht es nicht den Sinn, den ich dahinter verfolge. Also ich sehe jetzt den Sinn dafür nicht gerechtfertigt, dass ich das jetzt der Öffentlichkeit, wenn es denn so ist, was ich ja nicht weiß. Ich habe mit ihm ja gesprochen, ist ja ein ganz vernünftiger Mann. Ja, also das ist für mich ein ganz vernünftiger Mann, der, mit dem du auch wirklich über inhaltliche Dinge sehr gut sprechen kannst, diskutieren kannst. Ich finde den Weg dann verkehrt. Sondern ich finde schon, dass man das dann auch so besprechen sollte in einem Kreis, wo jetzt keine Emotion oder wo keine Thematik nach außen jetzt zwingt und dann trotzdem das dann so umzusetzen, dementsprechend versuchen umzusetzen. So würde ich es jetzt nicht machen. Ja. Das ist das Einzige, wobei ich den Fröhlich sonst als wirklich sehr, also immer als vernünftigen Menschen sehe, der seinen Job gut macht. Wie schwierig ist das jetzt mit diesen vielen Spielen? Viele andere Mannschaften haben ja die Erfahrung, die anderen hat ihn noch nicht, an die Spiele. Ja. Sie konnten im Grunde nicht trainieren dazwischen jetzt. Regeneration, ja. Wahrscheinlich ein paar Freistöße oder so. Und das Gleiche ist ja nach dem Spiel jetzt wieder Richtung Freitag. Ja. Das Freitagsspiel ist schon ärgerlich, denke ich. Oh ja, mein Gott, man soll sich nicht so anstellen. Also. Das sind drei Spiele in einer Woche, das kann man doch machen. Also. Ob wir es dann hinkriegen, das weiß ich auch noch nicht, aber ich finde, es ist nicht so dramatisch. Wenn man dementsprechend dann eben regeneriert in der Zeit, mein Gott. Wenn wir über die alten Herren dreimal spielen müssen, wäre das was anderes, aber die sind im Prinzip jung, dynamisch, ab und zu erfolgreich, ab und zu nicht. Also, sehe ich kein Problem. Mal ganz kurz auf diese Leistung auf Schalke zu sprechen zu kommen, hat es vielleicht jetzt nochmal so eine extra Portion Selbstbewusstsein auch gegeben, das Spiel? Ich das ist nicht mehr so sagen. Also wir sind schon selbstbewusst dahin gefahren, das hat man auch gesehen, glaube ich, in der ersten Halbzeit, dass wir selbstbewusst waren, trotz des Rückstands. Und
Ob das uns jetzt noch mehr Saison gibt, das glaube ich jetzt nicht. Ja, gerade dass man eben sieht, ich meine, bei den Bayern hat man schon gut gespielt und jetzt in Schalke sieht man dann eben, dass man da auch Punkte bei den Top-Teams eben auch auswärts mitnehmen kann. Ja, schon, aber das wird bewusst eigentlich jede Woche gefordert. Ne? Also von daher können wir uns gar nicht beschäftigen, groß, ob wir jetzt gegen Schalke oder gegen, egal gegen wen, was holen, sondern dass wir was holen und dass wir unser Spiel dann durchkriegen. Und zu sagen, jetzt können wir dann noch mehr Selbstvertrauen holen, weil wir jetzt gegen den Champions League, das ist glaube ich nicht der Fall. Also wir fokussieren uns immer so auf das nächste Spiel, wirklich. Und vielleicht ist es auch so. Also mir persönlich geht es jetzt nicht so. Weil ich sage, wir können schon was, ja, aber es ist jedes Spiel eng. Es ist einfach jedes Spiel auch eng. Ne? Wissen Sie, mir nützt das nichts. Und wenn ich jetzt gegen mein Spiel, ist für mich das Spiel genauso eng oder schwer wie gegen Schalke oder gegen Bayern. Für mich ist es das Gleiche. Also da ändert sich nichts. Überrascht es Sie auch dann gar nicht, dass quasi Sie einfach selbst auf Schalke dann so offensiv auftritt und den Gegner auch teilweise dominiert da auch? Ja, natürlich ist es nicht so. Ist es schon. Ich sehe es ja jeden Tag normalerweise. Ne? Sie sind ja nicht jeden Tag da, aber wir können ja schon was. Ne? Dass wir Fußball spielen können, darum können wir auch im Normalfall, wenn wir nicht mal richtig die Kiste vollkriegen, was ich gesagt habe, versuchen wir immer mitzuspielen. Und wir können auch Fußball spielen, das weiß ich. Also ich sehe es jeden Tag und darum bin ich jetzt nicht so überrascht, dass wir kicken können, sage ich immer. Herr Fee, Sie haben eben schon gesagt, die Spiele sind zum Teil ja sehr eng. Was ist denn Ihrer Meinung nach, gerade im Hinblick auf den vergangenen Spieltag, vielleicht dann der entscheidende Faktor, dass morgen erfolgreich wird? Gegenüber dem letzten Spieltag, ja. Gegen Schalke. Genau. Ist ein anderes Spiel, kann ich nicht sagen. Das ist, ich bin jetzt gegen Mainz, wir spielen zu Hause, müssen ein bisschen umstellen. Also es ist jedes Spiel ein anderes Spiel, es ist wie ein Roulette. Wenn Sie da anfangen, dann haben Sie schon mal gespielt? Habe ich schon mal gespielt, aber Roulette ist ja ein Glücksspiel. Das ja. Vielleicht ein Punkt Glück. Ja, dürfen wir normal nicht spielen, weil es ja, ne? Weil das darf ja, glaube ich, unter dem freien Himmel nicht stattfinden, ein Glücksspiel. So bin ich immer dafür, dass das Ding zugeht, das Dach. Ja, nein, das ist kein Glücksspiel, aber es gibt, das war auch ein schlechter Vergleich. Was ich damit sagen wollte, im Prinzip, dass es immer wieder von vorne losgeht. Ja. Es ist wieder ein anderes Spiel, es ist wieder ein anderer Tag, es ist wieder eine andere Form vielleicht und es ist ein anderer Gegner. Das wollte ich damit sagen. Sie sagten, dass es kein Problem sein dürfte, in einer Woche drei Spiele auszutragen. Allerdings spielt die Eintracht ja, sagen wir auch immer, selbst sehr kraftaufwendig. Gibt es da nicht so ein bisschen die Befürchtung, man hat es ja auf Schalke auch schon gesehen, ja, es hat der Super da ein bisschen Kräfte verschleißt, dass man... Das bringt mir nichts, wenn ich sowas sagen würde. Ne? Weil dann würde ich ja meine Mannschaft suggerieren, Männer, im zweiten Spiel wird es jetzt weniger, im dritten wird es noch weniger und im vierten können wir gar nicht mehr laufen. Also wenn ich sowas rausgebe, wenn ich jetzt sagen würde in der Öffentlichkeit, drei Spiele sind jetzt schon viel, ja, wem würde denn das was helfen? Kein Mensch. Also tue ich das natürlich nicht. Ich sage, ich kann ja nicht immer alles so sagen, wie ich denke. Das kann man im Leben sowieso nicht. Ne? Aber wenn man versucht, immer ehrlich zu sein, das geht gar nicht. Das geht nicht. Also, wie schwer ist denn eigentlich die Verletzung von Bamba Anderson? Hält er jetzt eine längere Zeit aus oder besteht eine Sorge für Freitag oder Wochen? Eher nicht. Also ich gehe eher davon aus, dass die vier Spiele, dass er da nicht mehr mitspielen kann. Das sind jetzt vier, die nicht mehr spielen? Ja. Ohne jetzt endgültig zu sagen. Weil mit den Bauchmuskeln ist es nicht zu spaßen. Ist nicht zu spaßen. Und da wir ja lustige Truppe sind, ist es natürlich schwierig mit der Bauchmuskelzerrung. Dann könnte es ja im Laufe der Saison nochmal ein Problem in der Innenverteidigung geben. Ne? In der Innenverteidigung geben. Zampano wird ja auch nicht durchspielen. Ja. Was wird der nicht? Der wird einmal aussetzen mit Sicherheit, oder? Also dann wissen Sie mehr wie ich, ne? Glaube ich nicht. Nee? Mhm.
Der spielt durch. Das ist eine klare Anweisung von mir. Aber Sie können ja nicht alles so sagen, was Sie denken. Doch, in dem Fall schon. Jetzt überlege mir dann schon, was ich vorher sage und was ich sagen kann und nicht. Davon bin ich überzeugt, dass der die vier Spiele durchspielt. Hoffe ich doch. Sonst habe ich ja ein größeres Problem, ne? Wollen wir ja nicht. Ich will ja nicht so viele Probleme haben. Ja, gibt es noch Fragen? Nein? Dann vielen Dank und bis morgen. Oder? Ja.